Bandit. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let me. Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Bauvlog. Ja, diesmal wird es nicht ganz so spektakulär wie im letzten Video, denn wir sind immer noch beim Trockenbau. Wir sind immer noch Wände stellen, Trockenbau, Platten dran schrauben, mit Holz verkleiden, dort Ständer hinbauen, da noch hinbauen, dort noch den Rest machen und so weiter und so fort. Ich zeige euch aber einfach mal, was wir diese Woche jetzt geschafft haben und was wir vielleicht zur Abwechslung mal tun können. Erstmal möchte ich auf ein paar Fragen eingehen zu Beginn. Ja, eine Frage war, ob die Kinderzimmer nur so klein wirken oder beziehungsweise wie groß die sind und so weiter und so fort. Also die sind wirklich groß, satt, ausreichend Platz, das passt auf jeden Fall. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wie gesagt, durch die Kamera kommt das manchmal auch nicht so geil rüber. Dann wurde gefragt, warum wir auch vorgebaut haben. Hier zum Beispiel diese Wand, ne, die haben wir im Video gebaut. Hier die, im Zeitraffer. Und da ist dem einen oder anderen dann eben doch aufgefallen. Ich habe so gedacht, oh, guck mal, wie lichtdurchflutet dieser Raum ist. Der Hammer. Hat sich der ein oder andere doch gefragt, warum wir hier vorgebohrt haben alles. Ganz einfach. Hier diese Schrauben, da diese kleinen Schrauben, die stehen sonst oben auf der Platte drauf. Und das Problem ist, es kommt ja nochmal eine Lage USB drauf. Eine Lage Gipskarton drauf. Und wenn da jetzt nochmal Gipskarton drauf kommt und diese kleinen Schrauben, ne, hier überall so ein bisschen rausstehen, das baut natürlich auf und sieht natürlich nicht so geil aus. Deswegen haben wir jedes scheiß Schraubenloch vorgebohrt, immer kurz zack, 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 zack und dann halt festgeschraubt. Ja, wir haben gute Fortschritte gemacht, was das Schlafzimmer und die Garderobe betrifft. Jetzt kann ich euch ja das Schlafzimmer noch zeigen. Übrigens, jetzt sieht man hier vielleicht auch mal die Galerie verkleidet, also das ist quasi die Rückwand der Garderobe hier, da unten die Hauseingangstür und dann hat man hier, eben das sieht man dann jetzt da unten die Kante, das läuft jetzt fast bündig, Gipskarton kommt nochmal drauf und dann wird gerade runter verputzt die Steine und dann hat man eine Fläche quasi hier nach oben. Ne, kommt ja im Endeffekt diese glatte Fließtapete kommt ja dann von unten bis oben drauf und somit ist das eine Fläche. Ist ein kritischer Punkt, ich bin wirklich gespannt, ob wir es hinkriegen, dass es nicht reißt. Wir werden auf jeden Fall schön schön Gage mit reinspachteln und so weiter und so fort. Alles reichlich, dass ich das ein bisschen dehne und bei Holz und Stein aufeinander ist immer so ein kritischer Knackpunkt. Wir schauen mal, ich hoffe, dass es nicht reißen wird. Aber ich bin natürlich auch kein Hellseher. Wir werden alles tun, um es zu vermeiden. So, hier ist jetzt auch schon alles verkleidet und hier sind wir jetzt quasi im Schlafzimmer. Hier ist jetzt schon die Tür drin, da fehlt nur noch der Sturz. Keine Angst, die stehen noch ein bisschen schief hier, die werden dann erst zum Schluss ausgerichtet. Hier ist quasi schon die Tür vom Schlafzimmer ins Bad. Ne? Die ganzen Ständer hier, die standen das letzte Mal alle noch nicht. Und da hinten das große Loch, da geht es in die Garderobe. Ne? Hier kommt das Bett gerade hin, da sieht man da oben ist der Fauli-Lichtschalter. Da können wir nämlich über dem Bett einfach Licht aus, Licht an. Links und rechts hat jeder zwei Steckdosen, da drüben die Fäden noch. Die sind aber schon da, die sieht man noch nicht. Und hier ist quasi die Garderobe. Ja, hier geht man rein, zack, in die Garderobe. So sieht die aus. So, und so, ja, zack. Ist eine Menge Platz für Klamotten, würde ich behaupten. Und Bettwäsche und so weiter und so fort. Und auch das Schlafzimmer ist wirklich schön. Es ist nicht sehr groß, also es ist nicht allzu groß, aber man muss beachten, in dem Schlafzimmer steht nichts außer das Bett. Bett, hier an der Wand dann im Fernseher. Und das war's. Mehr braucht man hier nicht, weil man hat ja die Garderobe und alles und es wird auf jeden Fall schön und es wird gemütlich. So, und im Bad hat sich auch noch ein bisschen was getan, denn ich habe hier noch die Ablage fertig gebaut für die große Dusche, für uns. Die geht um die Ecke rum. Ne, das ist jetzt die Rückwand. Also hier, die Wand wird zugemacht, dann hat man von innen, wie soll ich das mal erklären? Ich bin doch so schlecht im Erklären. Hier ist quasi die Ablage in der Dusche drin und die Ablage wird mal so komplett über die Ecke gehen. Ne? Also bis rein in die Ecke und dann hier rum. So, und das wird von hinten alles verkleidet, komplett zugemacht und wird hier ausgefliest. Hier kommen vorne an die Fliesen kommen natürlich solche alugebürsteten Schienen hin. Zack, 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 einmal rundherum und dann sieht das ordentlich aus, hat man eine ordentliche Kante und kann hier. Ne? Ja, so sieht's aus. Die Dusche. Wir müssen im Bad hier
noch ein bisschen Trockenbau machen, beziehungsweise auch noch ein bisschen mit Profilen bauen, weil es doch relativ aufwendig ist. Weil man im Bad schon, naja, ein paar speziellere Sachen auch hat. Wenn wir jetzt hier zur Tür reinkommen, gibt es jetzt übrigens noch diese Wand, die ist noch neu dazugekommen, halb hoch nur. Ne, nicht wundern, nicht von der Höhe bohren lassen, hier ist ja noch kein Fußboden drin, wir kommen ja alle nochmal 10 bis 15 cm hoch. Scheiß aus Nummer 2. Ja, habe ich auch schon eingebaut. Das ist schon fest und hält. Das zweite Kakerli. So, da sitzt der Manus quasi dann in der Ecke und spielt den Handy-Akku runter. So, diese Wand hier, da kann dann unser Waschtisch hin und alles. Und ja, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Hier ist der Schornstein, man muss sich so vorstellen. Hier, es ist ja noch nicht verkleidet. Ich zeige euch das nochmal, wenn es verkleidet ist. Dann denke ich, wirkt das auch anders. Auch wenn der Gipskarton drauf ist, wirkt das nochmal anders. Da kommt man rein zur Tür. Und hier an dem Schornstein, der wird verkleidet. Ne? Einmal so rundherum. Und wird aber hier noch weiter vorgezogen. Und hier quasi das Vorgezogene, was wir noch aus Trockenbau bauen müssen, geht dann irgendwo bis hierher. Ne? So. Irgendwo bis hierher. Und hier ist noch ein eingebauter Schrank drin. Das ist die Rückwand der Dusche. Und von der Seite hat man den Schrank eingebaut. Türen. So. Und dann quasi, hier ist ja der Schrank. Hier vorne ist die Wand. Ne? Hier die Tür, wo man reinkommt. Und dann geht quasi den Rest eine Glasscheibe. Von ganz unten bis oben. Die Decke hier in der Dusche wird deutlich tiefer wie der Rest des Raums. Warum, werde ich euch auch noch alles zeigen, wenn es dann soweit ist. Kommt dann eine komplette Glasscheibe. Also die ist zu. Komplett zu. Die ist auch nicht oben ein bisschen offen, sondern komplett zu dann. So. Sieht sehr, sehr gut aus, habe ich mir schon angeguckt bei einem Kumpel, der hat das nämlich auch so und das gefällt mir sehr gut, da lasse ich mich immer ein bisschen inspirieren. Ne? Der hat auch das ganze Haus geplant, deswegen, falls das sieht, schöne Grüße an dieser Stelle einfach mal an euch zwei Vollidioten. Wissen ja, wer gemeint ist. So, und hier vorne geht man dann quasi in die Dusche rein. Man muss sich jetzt vorstellen, das alles ist Dusche. Also wir haben es schon mal so ein bisschen, wir haben mal so ein bisschen geguckt. Ich denke, so mit 6 Leuten kann man ganz bequem duschen. Keine Ahnung für was, aber der Platz war da. So, Bad ist mein persönliches Anliegen und Reich. So sieht das mal aus. Aber wir können zur Abwechslung auch nochmal ein bisschen was anderes machen. Ich habe nämlich heute schon noch Lust, hier zu verblanken. Ne? Wir müssen jetzt quasi nur noch in Anführungsstrichen. Ich muss mal schauen, wie wir es jetzt machen. Wir müssen jetzt die Wand hier noch verblanken auf einer Seite und wir müssen die Wand noch komplett hier vorverblanken auf einer Seite und dann sind wir erstmal mit dem USB fertig und durch. Da vorne die kleine Ecke müssen wir noch machen, da fehlt noch ein Türprofil und dann sind wir wie gesagt erstmal mit dem USB-Platten durch. Dann können wir mit Gipskarton anfangen, dann kann die zweite Lage drauf. Das wird relativ zügig gehen, weil wir die Platten einfach nur drauf ballern. Ne? Wir müssen nichts mehr mit dem Ständerwerk groß beachten und so weiter. Dass wir genau auf die Ständer zuschneiden bzw. die Ständer mal treffen. Das Einzige, was wichtig ist, ist der Versatz. Und hier werden wir einfach nur noch bam, bam, bam die USB, die Gipskartonplatten dran ballern. Was wir aber mal noch machen können ist, und zwar, ich habe meine Steckdosen noch nicht rausgepult. Ich wollte noch ein bisschen warten, dazu brauche ich aber einen Hammer. Es könnte mal jemand, wenn er Zeit hat, bitte auf die Baustelle kommen und könnt ihr mal ein bisschen aufräumen, ja? Wie sieht es nämlich aus? Naja, wo gearbeitet wird, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? So, hier war ich schon. Wo war ich denn noch nicht? Hier war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Ja, lol, wo war ich denn noch nicht? Irgendwo war ich stinken. Ah, hier. Genau, hier war ich noch nicht. So. Hier diese ganzen Steckdosen, da unten, da gucken einfach Kabel aus der Wand. Oder beziehungsweise hier. Ne? Und da können wir einfach den Hammer nehmen. Das macht der Manus jetzt. Und können hier so ein bisschen dran klopfen. So, zack, zack, zack. Einfach zack, 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 zack. So, und dann seht ihr schon, fällt hier schön der Putz runter. Ne? Der schöne, frische Putz. So, genau die wollen wir haben. Ja, dann können wir den Deckel rausziehen. Das sind nämlich solche Putzdeckel. Hier, ganz viele. Zack. So, und dann ist die Steckdose frei. Sehr gut. Hier, die ist nicht so schön geworden. Die habe ich ein bisschen weit rausgucken lassen. Aber das ist nicht schlimm. Die können wir nämlich dann einfach abschneiden. Oh, die ist kaputt gegangen. Da.
Ne? Die guckt hier ein bisschen drüber. Müssen wir mal gucken. Schneiden wir einfach ab dann. Ist kein Problem. Elektriker will ja auch was zu tun haben. So, passt auf. Und so geht das jetzt hier einer rum. Alle Deckel aus der Wand raus. Ist mal was anderes. Ich glaube, man muss auch einfach mal, ne? Da ist der nächste. Man muss auch einfach mal. Bin ich jetzt hart? Wo ist denn das Kabel? Ach da. Man muss auch einfach mal immer mal was anderes machen zwischendurch. Ansonsten kriegt man nämlich, glaube ich, einen Harald. So, wenn man immer nur Platten schraubt. So, hier schön rausklopfen. Das Ganze hier müssen wir vorsichtig sein. Ne? Von der Kleinen das Internetkabel. Das LAN-Kabel. So. Dann schnappen wir uns einen kleinen Schraubenzieher. Und können das hier wunderbar. Normalerweise ist halt immer mit einer Hand ein bisschen blöd an, wenn man die Kamera noch hält dazu. Dann können wir das hier easy peasy rauspulen. Ja. Och, gibt's doch gar nicht. So. Zack. Fertig. Zack, zwei Steckdosen. Beziehungsweise eine Steckdose einladen. So, und das muss man natürlich in allen verputzten. Alle Steckdosen machen, die hier mit eingeputzt sind. Ne? Ansonsten sind die weg. Das ist nicht so geil. So, hier am Fenster, schön vorsichtig. Mit dem Hammer. So. Übrigens, heute, wo ich das Ganze hier aufnehme, Karfreitag, Feiertag. Heute Abend ist Livestream. Zum Karfreitag. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch zum Feiertag ran und ein bisschen arbeiten. Die Frau hat heute, die Chini, die macht heute ein bisschen Haushaltstag. Außerdem ist niemand da für die Kleine. Ne, das wird ja auch schon oft gefragt, wo ist denn die Kleine? Wir haben den großen Vorteil, dass hier direkt neben uns, ne, wohnen die Großeltern neben der Baustelle. Und das heißt, die freuen sich natürlich, wenn die Kleine immer mit da ist, ne, wenn sie auf die Kleine ein bisschen aufpassen können und so weiter. Und das Schöne ist, sie ist auch immer hier mit bei uns. Also sie kommt dann auch. Oh, hier ist aber. Ach, da ist sie. Und sie kommt dann quasi, hat man gar nicht gesehen, auch uns quasi auf der Baustelle besuchen, stets und ständig, ne? Beziehungsweise ist dann einfach, keine Ahnung, 20 Meter von uns entfernt, hier unten im Hof oder im Garten. Das ist halt der Vorteil, ne? Wenn man neben den Großeltern baut. Sind ja nicht doof, ne? So, hier oben haben wir auch noch eine Steckdose. Da oben in der Fensterlichte, die müssen wir auch noch rausklopfen hier. Wir haben es aber ordentlich drauf gehauen. Alter Vater, ey. So, dann kann man das einfach rausziehen. Ja, wenn da mal ein bisschen links und rechts mal noch ein bisschen ein klein wenig Putz mit abfällt, das ist jetzt nicht das Problem. Kommt ja noch die Steckdosen, Blenden drauf und so weiter und so fort. So. So. Aber ich kann euch sagen, es ist unglaublich viel zu tun noch. Ich weiß auch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann es noch nicht so richtig sagen oder einschätzen, vom Zeitempfinden her, wie wir stehen, ob wir gut unterwegs sind, ob wir nicht gut unterwegs sind. Wir wollen dieses Jahr einziehen, das ist das Ziel, ne, November spätestens. Ob das klappt, wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Und ja, wir werden unser Bestes geben.
Zwei oben reich. Von der Breite her. So, Freunde, noch ein kleiner Rundgang hier. Wir sind nämlich out of USB-Platten. Gell? Ja. Yeah. Wir haben alle USB. Also heute sieht mein Bart echt rot aus, oder? Der wird immer roter. Ehrlich? Ja. Übrigens hier. Cross out. Kein Product Placement. No sponsor. Was ist das? Ein Spiel. Habe ich auf der Gamescom gekriegt, das T-Shirt. Und auf der Gamescom habe ich das T-Shirt gekriegt. Und zum Arbeiten reicht. Aber es ist eines der besten T-Shirts, die ich von der Gamescom habe, weil das richtig dick und Baumwolle ist. Das ist echt. Die anderen, die ich habe, bekommen habe, zweimal waschen, kannst du wegschmeißen. So, was ist denn jetzt? Passt es da oben oder nicht? Wir haben keine USB-Platten mehr und das Problem ist, wir sind aber noch nicht fertig. Wir wollten ja alles einseitig verblanken, dass die Wasser- und Abwasserinstallation gemacht werden kann. Ne? Ganz wichtig. Und ja, das Problem ist, wie ihr seht, das bisschen hier fehlt uns noch. Und eigentlich, na gut, das fehlt uns auch noch, aber da kommt eh keine Installation rein und hier fehlt auch noch der Türsturz. Und das muss auch noch zugemacht werden. Wir haben auch aufgeräumt. Guck mal, steht jetzt alles in meinem Raum. Schön aufgeräumt. Ja, wir fangen jetzt an mit Trockenbau, also mit Gipskartonplatten. Das heißt, die ganzen USB-Platten, die man jetzt einseitig Das ist eigentlich geil, wenn im Hintergrund jemand arbeitet. Die wir einseitig draufgeschraubt haben, werden jetzt nochmal mit Gipskarton verkleidet. Und dann kann quasi schon die Elektrik rein, die Steckdosen können da rausgebohrt werden. Und es kann. Ja, und es kann verspachtelt werden. Dann die Wände noch von der anderen Seite zu isolieren, wenn die Elektrik drin ist. Und dann können wir die andere Seite auch noch zumachen. Juhu! Und dann neigt sich das Ganze dem Ende. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal der Jean ein bisschen zu, wie die so trocken war. Weil die Jean ist nämlich, also ich persönlich bin ja so ein bisschen der Trockenbau-Noob. Also Trockenbau ist, geht schnell, ist eine coole Sache, aber man muss trotzdem auf ein paar Sachen achten und ich vergesse immer einfach so viel bei Trockenbau. Das ist das Problem. Wichtig ist immer, es hat mir mal jemand gesagt, ja, ne, man muss immer schön die Kanten hier anritzen, ne, dass man hier, wenn man die Platte abschneidet, hat man so einen geraden Stoß. Da muss man hier so eine schöne Spachtelkante reinmachen, wie zum Beispiel hier, das ist Kacke. Ne? Hier, gerade Kante, aber ist noch nicht festgeschraubt, müssen wir noch andingsern. Oder hier, ne? So eine mit einem Cuttermesser muss man dann, ja, so sieht's aus. Aha, und jetzt brichst du das ab oder was? Hast du das jetzt mit dem Messer eingeritzt? Hm? Brichst du das jetzt einfach ab? Ja! Und jetzt? Ja? Einfach so? Klasse, oder? Kann ich eigentlich rübergehen und aufnehmen. Sehr schön. Das ist jetzt schon die Platte von da oben. Raspel die. Und da. Da. Mach ich angeschwind. Was machst du denn jetzt? Du machst das noch ein bisschen gerade. Sehr schön. Damit mein Mann nicht wieder. Von wem hast du denn das alles gelernt? Also wie gesagt, ne, Trockenbau, ich bin da absolut nicht so der. Wir haben zwar erzählt mit den Wänden das alles hinbekommen, aber die richtigen Trockenbauer, ne, die haben da natürlich noch einen ganz anderen Skill. Aber die machen das auch jeden Tag. So, jetzt gucken wir mal, wo die Platte hin wandert. So. Ups. Werden sich bestimmt auch alle denken, ey, der Alte macht nichts, ne? Die muss arbeiten. Eigentlich sind wir umgedreht, wenn die Kamera aus ist. So, passt nicht?
Ach, das eine Kabel da oben, ja, das müssen wir auch mal irgendwann noch festmachen. Schrauber, das scheint so, es passt. Guck hier, da haben wir extra so ein Special Tool, ne? Da kann man nicht durch den Gips kommen, da habe ich extra für meine Frau. Da kann sie, naja, sicher, aber haben wir jetzt ja schon so Arzt drauf. Soll ich das halten? Ja, oh, yeah. Tolle Chin, hast du mit mir anlegt. Nee, ist das blendet. So, und jetzt? Boah, die guckt raus. Boah, die guckt immer raus. Andere Frau, wa? Das ist für die, die ich rausgucken, da ist nicht so ein Ding dran. Oh, jetzt können wir mal wieder Action, Junge. Kannst du eigentlich links und rechts eine Schraube drauf und dann kannst du ja losbauen. Ah, so wird er mit rund. Langsam, aber sicher. Ist es? Ist es? Ja. Sehr schön. Warte. Das ist das erste Mal die Woche. Übrigens, Samstag, ne? Aktuell. Also morgen kommt das, also gestern ist das jetzt hier, ne? Also ihr seht das jetzt und das war gestern, wo wir das hier gemacht haben. So, wir mal schauen. Übrigens Schlafzimmer hier, wir wollen eigentlich ganz gerne. Wir wollen eigentlich ganz gerne das Schlafzimmer heute noch mit Trockenbau verblanken. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, lass doch, den Rest kann ich machen. Ja, boah. Mach nochmal einmal in die Kamera, immer dein. Boah. So klingt das immer, bei jeder Schraube. Wirklich jede Schraube. Wenn da hier einer reinkommt, der geht unten mal kurz die Tür auf und Tür und wieder zu. Na gut. In diesem Sinne, Päuschen. Kleines Päuschen haben wir uns verdient. Oh, es war anstrengend für mich. So, na gut, wir sind erstmal raus. Wie gesagt, wir machen jetzt noch Trockenbau. Wünschen euch einen wunderschönen Ostersonntag, einen fleißigen Osterhasen und morgen einen schönen Feiertag noch und wir machen morgen nichts, also hier zum Sonntag, zum Ostersonntag, da machen wir mit der Kleinen, aber Montag vielleicht wieder ein bisschen was machen, mal schauen, gucken wir mal, bis dann, boah. Tschüss.